Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Gameplay von Last Epoch. Vielen lieben Dank für die vielen Aufrufe und ja, ich habe natürlich extreme Motivation, wieder weitermachen zu können mit dem Spiel. Sorry für die kleine Pause. Aber ja, gesundheitliche Probleme haben mir da ein bisschen aufgehalten. Und jetzt machen wir einfach mal weiter. Okay, es ist ein Let's Play, stimmt. Mit einem anderen Charakter, der ein bisschen mehr defensiv ist, nämlich ein Burning Paladin. Also wir gehen auf Brandschaden und da auch auf ja, Armor Penetration auch, eventuell mit Warpuff. Ja, Warpuff. Mal schauen. So genau bin ich natürlich noch nicht im Spiel. Fehlt noch so ein bisschen die Namen und so. Ah, ich habe ihn leider nicht erwischt. Die Gegner hauen noch ein bisschen viel rein. Das ist einfach, weil ich noch nicht so die Items habe. Müssen wir gucken, dass es geht. Mit dem Damage, dass wir nicht sterben. So. Ja, ein neues Headset kommt bald. Dann habe ich natürlich auch wieder ein bisschen bessere Qualität. Aber dann verliere ich manchmal wieder die Verbindung zum Headset. Das Kabel ist nicht drin, dann manchmal fällt es ein bisschen raus. Und ja, da ich jetzt aktiver bin, bekomme ich auch wieder mehr Aufrufe. Also lieben Dank für die alle, die ein bisschen öfters meine Videos schauen. Und ja, jedem das seine, was er natürlich supporten möchte bei mir. Aber ja, momentan ist eigentlich recht gut mit dem Support. Das Spiel wird angeschaut. Also ich kann wirklich Videos machen, ohne dass ich denke, ja, es lohnt sich nicht, so mache ich lieber weniger Videos. Sondern, ja, ich könnte eigentlich recht viele Videos machen von Last Epoch. Ja, werden wir ja dann sehen, wie das bleibt und so. Und eben, wenn ihr ein Projekt gut mögt, dann unterstützt mich doch mit Likes oder mit Kommentaren. Dann sehe ich, ja, das muss ich unbedingt weitermachen. Weil die Motivation jetzt immer ein Spiel zu spielen, fortführend und so, jeden Tag Parts zu machen oder danach zu livestreamen, ist halt schwer. Aber momentan habe ich eben ein Problem mit Open Broadcast Software Studio. Und das möchte ich eigentlich nicht so viel livestreamen. Und ja, die Zeit fehlt mir halt auch ein bisschen. Jetzt habe ich natürlich auch Champions of Regnum, wo viel Zeit verbraucht. Da muss ich immer selber viel leveln dazwischen den Parts und so. Und halt auch, naja, Grimdawn. Und jetzt noch Last Epoch wieder. Also, ja, es ist natürlich schon ein bisschen schwierig. Das ist klar. Aber hier werden wir jetzt dann bald Paladin. Für 2-3 Level. Dann noch 2 Level. Und ihr seht es, er ist eigentlich recht schnell am Killen. Einfach gegen starke, zähe Gegner hat er Probleme. Aber das hat Warpuff auch, deshalb greife ich mit Rebook oder nein, mit Rife an. Und ja, das ist natürlich schon nicht so stark. Aber dafür habe ich Feuernotz. Also bei Rife habe ich eigentlich. Da muss ich hier reingehen. Rife habe ich eigentlich die Feuernotz hier nicht genommen. Weil hier Ignite weggeht, habe ich jetzt das noch nicht genommen, aber das mache ich wahrscheinlich auch. Ja, damit ich einfach mehr Schaden mache, müsste ich jetzt eigentlich hier runtergehen und die noch kurz ein bisschen lassen. Und hier habe ich natürlich eher auf Stun gemacht, weil ich nicht angreife mit dem Schildstoß, Schild. Bewegung, Schild, Rennen. Ja. Ja, es gibt viel mehr Unique-Gegner, habe ich so das Gefühl. Also, die Gegner sind recht viel zäher, da muss man einfach auf Damage gehen. Sonst hat man gegen die keine Chance, weil sie so viel Damage reinhauen.
Und lieber auf Glancing Blow gehen. Ja, treffe ich auch nicht jeden Schlag. Muss ein bisschen näher ran gehen. Also hier habe ich Glancing Blow. Und hilft natürlich viel mehr als Ausweichen. Habe ich auch der Dodge Rating. Und ja, Crits habe ich jetzt momentan noch ein bisschen erhöhte Chance, dafür weniger Multiplier. Den muss ich eigentlich so langsam austauschen. Aber diese Rüstung hier ist eigentlich das Wichtigste, aber ich habe jetzt keine Mana-Kosten. Oder kaum Mana-Kosten. Und deshalb brauche ich die Rüstung jetzt noch nicht. Und die ist Level 24, das Schwert, und Level 20, okay. Ah, da kommt einer der nervigsten Gegner momentan. Die machen recht viel Schaden mit diesem Staub, den sie wegschleudern. Aber ein Level habe ich gleich. Sehr gut. Also was ihr eigentlich schauen müsst, ist Verteidigung hochhalten und trotzdem auch genügend Schaden machen. Dann klappt beides. Also Off-Tank ist eigentlich immer die beste Variante, die ihr machen könnt. Sonst nehmen wir einen Magier, der macht recht viel Damage, und dann können wir auch Off-Tank skillen. Ja. Ach ja, nicht so viel. Lass ich mal auf einen Punkt. Kann ich später immer noch mehr Punkte reinsetzen, Sentinels. Aber hier ist eigentlich wichtig, dass wir hier Strange nehmen. Ja, Ignite Chance. Und Divine Bolt. Eventuell gehen wir auf Divine Bolt. Ja, Shared Divinity. Wir gehen dort dazu. Es wird auch empfohlen, noch in Forge Guard gehen. Ja, wegen diesen Damage-Sachen. Und auch mal ein bisschen haushalten. Ja, so ist er eher defensiv. Ich denke, ja, genau, wegen Bleeding hat der noch Forge Guard genommen. Der hat eine Bleeding-Version gemacht im Forum. Also der Guide-Schreiber mit dem Video. Schade, dass nicht mehr nur Videos gepostet werden, sondern Guides geschrieben werden. Ist langsam halt langsam nicht mehr so interessant mit Ding schreiben. Eher Videos machen. Da bekommt man auch Geld. Ja. Finde ich ein bisschen doof, oder? Dass man einfach keine Guides mehr hat, so richtige Guides. Sollte ich hier schauen. Wo sind wir jetzt bei Sentinel? Genau, bei Void Knight wollte ich noch kurz schauen. Aber das ist nichts. Also, wir bleiben bei Paladin. Voll auf Paladin. So, jetzt schauen wir mal, ob wir genügend Schaden machen mit diesem Teil. Ah, jetzt kommen die Golems wieder. Ja, geht schon viel besser. Genau, das ist das, was ich brauchte. Aber irgendwie das Problem hatte, dass ich noch nicht genug Chance habe zum Burnen. Aua. Diese Golems, wieso sind die hier schon? Die müssen echt viel später kommen. Die sind zu OP. Vor allem für Summoners sind die echt zu OP. Für dieses Gebiet. Ah, hier geht's gar nicht weiter. Okay, dann geht's links herum. Ist ein bisschen verwirrend in diesem Gebiet, wo man hin muss. Das muss man kennenlernen, also öfters spielen. Nein! Oh, gut, dass ich nicht so viel Schaden bekommen habe. Also zum Beispiel die Feuerball-Sabe, die ich gespielt habe, hat echt Respekt von diesem Feuerschlag gehabt. Eigentlich immer relativ low-life gewesen nach diesem Feuerwellenangriff. Ja, das Spiel hat echt Balancing-Probleme, vor allem im Endgame noch. Ich bin nie höher als 74 gekommen. Und das ist natürlich schon ein Problem, wenn du einfach keine Items findest, weil du noch nicht hoch genug bist. Und trotzdem, die halt einfach noch ein bisschen die Höhe der Monster fehlt, oder? Aber mit diesem Charakter werden wir hochkommen. Ich sage, so 200 werden wir erreichen können. Also nicht Level 200, sondern Arena 200. Ja, keine Chance. Wie solltest du da überleben, liebe Entwickler? Ihr seid einfach gemein. Kann man doch nicht überleben. Bin ich jetzt übrigens gespawnt? Einfach weiter oben? Ich hab doch den Checkpoint noch nicht benutzt. Also diese Void-Angriffe, man kann sich einfach nicht schützen, wenn man noch nicht
Wie soll man da überleben? Das ist das Gift wahrscheinlich auch. Da hat man doch keine Resistenzen. Ist irgendwie einer der Gegner echt stark. Naja, der Boss. Gott. Also das ist wirklich gemein. Liebe Entwickler, ich habe keine Balance. Wie sollte man so Gift aushalten? Das geht ja gar nicht. Das ist Balancing-Probleme. Dass eigentlich jedes Hack'n'Slay hat. Auf irgendwie eine Art ist jedes Hack'n'Slay dann irgendwann mal unfair. Das ist einfach das Balancing. Wie soll ich mich Gift schützen, wenn ich keine Giftschutz-Items finde? Ich habe kein Item gefunden mit Giftschutz. Das ist richtig nervig. Na gut, dann sterben wir halt ein bisschen durch, aber... Nein, mich stört es eigentlich nicht, aber jetzt gerade im Video habe ich da schon ein bisschen mehr Emotionen. Ja, man bekommt zu viel Damage über. Einfach wegen Gift. Einfach Void habe ich ja jetzt ein bisschen Verteidigung geholt, aber Gift ist immer noch zu hart. Liebe Entwickler, man kann doch nicht immer so hohe Resistenzen haben. Auf die Gegner nicht so stark machen. Auf ein Ding eher auf mehrere Schadensarten gehen, bei den Gegnern am Anfang. Später ist das egal, da kann man sich auch schützen. Aber so früh kann man sich einfach noch nicht schützen. Ja, ja, nervt nicht. Hey, hallo. Nicht zu viel Schaden machen. Nein. Oh, gut. Ich glaube, ich muss mal stunnen mehr. Das ist heftig für Nahkämpfer. Dieses Gebiet ist einfach für Nahkämpfer immer am schwierigsten. Da man noch nicht so stark ist. Ab in diesem Spiel wird man halt immer nur schlecht stark. Ah, man trifft nie. Ist zu kurz, zu weit. Also wir werden sehr defensiv sein, aber ob wir da immer wieder geschützt werden sein können, weiß ich nicht. Sonst machen wir wirklich halt den Magier wieder. Die sind eigentlich ziemlich leicht spielbar. Sorcerer. Vor allem Spellblades sind momentan stark. Ja, und eben die Totems, die gehen halt einfach nicht, weil ich nur nicht so die Items habe für Totems. Also Intelligenz-Items, Minion-Damaged-Items habe ich leider auch noch nicht so viele gute. Eher Minion-Life und dann müssten wir Sacrifice nehmen. Necromancer. Der wäre eigentlich ziemlich einfach, mit dem kannst du 300, 400 Arena machen. Aber gut. Da brauchst du lange Spielzeit. Also als nächstes werde ich eventuell Sacrifice probieren. Git. Schokolade in mein Getränk drin gehabt. Also nicht drin, aber von nass geworden durch mein Getränk. Habe wieder mal gesaut, weil das so blöde Behälter sind. Man einfach den Luxus nicht hat, dass Diabetiker irgendwelche Coca-Cola oder so zu trinken. Weil das Getränk einfach immer viel zu viel Zucker drin hat. Oh, der sieht interessant aus. Ah, das ist Rampant. Schade, dass Rampant am eigenen Charakter nicht so ist. Also man muss spezielle Skills benutzen oder Buffs. Und dann sieht man es nicht so, dass man so groß wird. Eher kleiner als die Gegner. Ja. Also ich kann sagen, jetzt von zwischen Vergleich zwischen Grimdawn und Path of Exile. Ja, sagen wir, mag ich ja Path of Exile am wenigsten, wegen den Schadenspitzen. Dann Last Epoch und am Schluss, also am besten. Eigentlich Grimdawn momentan hat sich echt gut verbessert. Ah, jetzt haben wir, ne? Ja. Jetzt haben wir Paladin. Aber leider keine Punkte mehr. Wir müssen zum nächsten Level warten. Last Epoch ist also in der Mitte, einfach weil es ein bisschen zu taktisch ist. Ich mag nicht so taktische Spiele. Hack'n'Slays.
Da habe ich bei Champions of Regnum schon genug Taktik. Da möchte ich eigentlich nicht so viel Taktik haben. Aber die Gegner haben echt manchmal etwas zu bieten. Was habe ich jetzt bekommen? Einfach nur diesen Emperor. Der Palmer Stance. Machen wir doch mal Warpath. Wie lange geht das? Das ist einfach immer aktiv. Cool. Wir sehen ja cool aus, aber es laggt die. Ja, es hat jetzt Performance-Probleme. Na gut. Aua. Ja, ich habe leider schon mal Paladin gespielt mit Warpath. Also einen ähnlichen Bild, aber physisch, glaube ich. Ja, physisch und Feuer, aber nicht auf Burning Damage. Das ist ein bisschen zu stark, habe ich das Gefühl. Den Heiltrank saufen. Ja, irgendwie bin ich aber nicht stärker geworden, also zäher geworden. Ja, ist nicht so gut. Wir verlieren Leben. Schade. Ja, mal Schiedstrau rein. Keine Ahnung, was es bringen soll, aber irgendwas müssen wir auch drin haben. Ah, jetzt sind wir hier. I cannot do that. Ah, jetzt bekommen wir einen Skill eben und kann ich euch schon mal zeigen, was ich gehen werde. Also zwei Skills, ja, zwei Skills bekommen. So, sehr schön. Also, was wir gehen ist, ja, Penetration natürlich am Anfang. Block Change. Aber das nicht, oder? Ja, Leben, wenn wir Leben brauchen, ja, dann nehmen wir das noch auf 6 Punkte. 6 oder 0 oder 3. Aber vor allem auf Divine Bolt. Ich konnte, glaube ich, wegen. Ah! Genau, wegen Shield-Throw-Bild wollte ich machen auf Paladin, konnte ich das nicht nehmen, genau. Hab dann aber relativ schnell weggemacht, einen Charakter, weil er zu wenig Schaden machte mit Shield-Throw anfangs. Später machte er dann viel mehr Schaden. Ja, und danach hier. Rehe Strange auf Maximum. Und dann mache ich eigentlich Pity nicht. Pity nicht. Spell müssen wir auch nicht haben. Auf Armor und Health ist natürlich schon gut. Also Faith Armor. Staunch Defender eventuell. Ja. Auf jeden Fall Shield Wall. Und eventuell immer Reef benutzen, weil der Build empfiehlt eigentlich Warpath zu nehmen. Aber gut, eher nicht. Der geht dann auf Penance und Redemption, weil er Blutung macht. Wir gehen auf. Nein, brauchen wir auch nicht. Also Spell benutzen wir eigentlich dann nie, außer eventuell Judgment noch. Dann gehen wir eigentlich auf Fire Damage. Und hier. Divine Essence würde ich nehmen, auch wenn er nicht so gute Chance hat. 6 mal 5. 30. Auf 30% Chance ist eigentlich genügend. Das ist fast jeder vierte Schlag. Mehr als jeder vierte Schlag, ja. Ja, wiederbeleben würde ich dann im Endgame auch machen. Also wir haben genügend Sachen zum Skillen. Eben die andere Klasse würde ich dann eher später wählen. Einfach so ein Charakter, der schon mal recht zäh ist. Dass wir auch gut mit ihm ja, farmen können. Wir müssen einfach dann die ganze Zeit natürlich grinden. Das ist nun mal so in einem Grind-Spiel halt. Aber es ist eigentlich interessant mit diesen Gebieten, mit diesen Maps. Mit der Arena, die verändert sich auch immer wieder. Ja.
gehen wir noch kurz zur Kiste, die man nicht so gut öffnen kann. Wie sieht eigentlich der Shade Throw aus? Okay, so. Schon längere Zeit, also seit dem Erscheinen nicht mehr gespielt. Shield Throw. Dann habe ich wirklich am ersten Tag gesuchtet und am zweiten Tag gemerkt, nee, ist doch nicht so ein Skill für mich, macht zu wenig Schaden an einen einzelnen Gegner. Habe ich dann aufgehört, leider. Zwei Hand brauchen wir auch nicht. Okay. Und ja, mein Schild müsste stärker sein eigentlich. Habe ich aber nur wegen Glancing Blow. Die Chance ist aber noch zu gering. Okay. Bessere Handschuhe. Der Helm ist auf Level 20, wir sind Level 16, oder? 18, okay, noch 2 Level. Gut. Also. Quest erledigt. Jetzt bekommen wir, glaube ich, noch ein bisschen Erfahrung und Geld über hier. Dann zeige ich weiter beim Tempel eventuell oder vor dem Tempel. Ja, mach noch ein bisschen selber weiter. Und ich denke ja, ich will ja nicht so viel spielen. Mache ich wirklich ein Let's Play daraus. Also ein Let's Play weiter eigentlich. Ja, ich mache jetzt noch einen Gameplay-Part und der nächste Part wird dann vom Let's Play sein, genau, oder so. Mal schauen. Ja. Leider nichts Besseres. Zu hoch. Ja gut. Aber hier ist Glancing Blow überall. Da können wir sicher noch etwas nehmen. Die Schuhe könnten wir dann noch tragen. Sind immer gut. Wir bewegen uns ja auch immer ziemlich gut. Und hier ist eigentlich nur diese Fackel, aber die ist Zweihand. Wir brauchen unbedingt die anderen Unix. Ja, und 10% Increase Damage Taken ist natürlich auch nicht gerade so gut für uns jetzt noch geeignet. Jetzt kann ich die Handschuhe tragen. Die sind ab Level 30, das Schwert. Aber hätte 25% Chance zu igniten. Wäre natürlich schon nicht schlecht. Ah ja, der Ring wollte ich doch irgendwie austauschen, genau. Was könnten wir denn für einen Ring nehmen? Ich habe eigentlich immer nur Minion-Ringe. Ja, nehmen wir Crit. So. Stärke und Crit. Stärke ist sehr wichtig. Also immer das Hauptattribut. Fokussieren, wenn ja, Builds. Level 19, also nach einem Level haben wir das. Haben wir jetzt noch die Skills, die passiven? Ja. So. Ja, bis zum nächsten Part. Tschüss.